Ich finde es schade, dass ich jetzt nicht aufgenommen habe, was der Typ gesagt hat. Ich meine, ich habe gerade gelesen, dass der irgendwie meint, bis ich am Arsch bin. Könnte ich mir bei dem ehrlich gesagt vorstellen. So. Gut. Und damit will ich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich wieder so eine komische Begrüßung mache. Aber Hauptsache ist, dass wir ein tolles Pokémon Blau Let's Play haben. Also bis jetzt ist das Let's Play richtig geil, finde ich. Also wirklich, das Let's Play gefällt mir bis jetzt richtig gut. Besser, als ich gedacht hätte. Ich dachte, Pokémon wird mir nicht so viel Spaß machen. Er ist recht nicht blau. Aber es ist anders. Mega geiles Spiel bis jetzt, wirklich. Bin ich zufrieden. Level 38 Februar. Aber vielleicht ist es auch gerade einfach nur so geil, weil wir hier im Versteck von Team Rocket sind und alles erkunden und wir auch jetzt endlich die Karte zum Boss haben. Also zum, ja, Boss. Ja. Oh Mann, was soll ich denn noch wegtun, ey? So. Was macht denn Elixier? Die AP wurden aufgefüllt. Ach, keine Ahnung. TM010, was ist denn das? Habe ich eigentlich hier auch noch die ganzen TMs? Ne, TM07. So. Risikotackle. Nee. Nee. Generell ist das Spiel auch nicht so unfassbar schwer. Habe ich mir am Anfang viel schlimmer vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und hier irgendwo muss doch der Fahrstuhl sein, der zum Boss geht, weil jetzt können wir den ja benutzen da. Oh nein, ich habe mich verirrt. Wo ist denn der Scheiß? Scheiße, ich bin hier rausgegangen. Es ging ja immer tiefer, stimmt. Fuck. Okay, also ich bin von da... Ah nee, ich muss das Rätsel nochmal machen. Sowas. Spaß. Ja, nein, das war falsch. Nein, das war so falsch. Hör auf. Natürlich, oh Mann, fuck. So, oder es war gar nicht mal so falsch. Gut. Jetzt sind wir hier. Ja, so. Ich glaube, so ist es gar nicht mal so schlecht. Wenn ich so mache, dann den. Ja, wir sind richtig, denke ich. Ja, ja, und dann den oberen und dann bin ich durch, ne? Ich weiß es noch. Yes. Ja, das ging viel schneller. Gott sei Dank. So, okay. Gut. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Wir haben auch die Karte dafür. Also wir haben, glaube ich, das Versteck jetzt komplett fertig. Wähle ein Stockwerk aus. Es geht! Untergeschoss 1. Mal gucken, oder sind wir hier im Untergeschoss 1? Nee? Okay, wir klappern jetzt einfach mal alle Untergeschosse ab. Mal gucken, was wir dann so finden, ne? So, was hat der? Ja, komm. Einmal Blubberstrahlen, der ist weg. Das ist so OP langsam. Aber mir habt ihr auch nicht geschrieben, du kämpfst langweilig. Wenigstens habe ich das noch nicht gehört. Es ist gut, ne? Ist es eine feige Art? Ich meine, ich habe ihn ja auch erstmal so stark trainiert, den guten Emir. Das musst du auch erstmal hinkriegen, ne? Ihn so trainiert zu bekommen auf Level 38. Als Blindspieler. Generell als Pokémon-Blindspieler. Das ist mein allererstes Pokémon. Gut, ich habe halt ein bisschen Platin angezockt. Man kann nicht wirklich sagen, dass ich Pokémon richtig gespielt habe. Ich habe dann an irgendeiner Stelle einfach aufgehört zu spielen. Damals Platin, wo ich noch ein Kind war. Kann mich auch kaum an was erinnern, so mit Pokémon. Ach so, hier sind wir. Moment mal. Ich bin hier nie komplett runtergegangen? Warum das? Lol. Okay. So, mal gucken, wo ich jetzt hier rauskomme. Okay, das ist, wo wir reingekommen sind. Vor allem, ich kann nicht Untergeschoss 3 auswählen. Mysteriös. So, hier waren wir aber noch nicht mit Sicherheit. Das ist jetzt was, ja, das ist was Neues. Ja, das ist was Neues.
Nochmal ein Item. Ey, Mann. Ja, wir kommen, wir können die TMs eigentlich wegwerfen. Ja gut, TM 10, das werfen wir weg. TMs ist nie, glaube ich, so eine gute Idee wegzuwerfen. Eisen, okay. Denn vielleicht braucht man sie noch irgendwann mal. Aber wir sind ja auch schon relativ weit im Spiel, ne? So, was habt ihr mir zu sagen? Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Waren wir das? Mondberg. Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Oh Mann, ey. So. Sandan. Ein Fall für Avare. So 80-90% der Fälle sind Fall für Avare. Und es werden, glaube ich, immer mehr, habe ich das Gefühl. Volltreffer, holy shit. Nein! Fuck, das wollte ich nicht! Nein, hör auf! Ja, Schlitzer, komm, wie viel... Och nein, wieder ein Volltreffer, wird sie mich verarschen, ich wollte Blubberstrahl auswählen. Mann! Und das ist sogar sehr effektiv, lol. Ist das ein Feuer-Pokémon oder was? Ach, egal. So. Rettern ist doch diese Scheißschlange da. Ja, komm. Kann auch weg. Ne, zack. So. Sandermeer, das ist doch wahrscheinlich die Weiterentwicklung. Aber da Blubberstrahl eh sehr effektiv ist, ist es okay, ne? Weg mit dir. Nice. So. Gut. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Habt ihr so richtig mal Star Wars geguckt? Als Kind mochte ich sogar sehr. Als Kind habe ich Star Wars richtig gemocht. Mittlerweile bin ich so wieder so... Das ist nicht unrealistisch und... Ne? Aber ich habe mir den 7. Teil wirklich mal gegeben. Weil ich mir dachte, komm... Irgendwie willst du doch wissen, wie es weitergeht, ne? Und ja... Na, was ist denn heute los? Bin ich zu dumm zum Drücken? Von scheiß Knöpfen? Meine... Achso, ich habe ganze Zeit nach, aus Versehen nach links gedrückt. Ich habe mich einfach verdrückt aus Versehen. Ach, egal. So. Ja. Keine Ahnung, wie ihr Star Wars findet. Findet ihr das mega toll? Weiß ich nicht. Schreibt's mal rein. Ne? Könnt ihr ja mal machen. Ich find's halt so... Ich bin jetzt kein Hater, aber auch kein Lover davon. Ich bin einfach so ein durchschnittlicher... Yo, du siehst schon ein bisschen bedrohlich aus. Deshalb weg mit dir. Du bist wahrscheinlich sogar noch... länger als ich. Länger. Aber hast du wahrscheinlich keinen. Also, ach. Also, von der Länge her ist meiner ja noch immer... Ach. Ich halt mein Maul. So, der Typ scheint jetzt so der finale Typ zu sein. Guck mal, wir müssen so erstmal im Schreibtisch immer gegenüberstehen. Dann muss man in die Augen gucken. Dann muss man seinen Pokémon heilen. So macht man das. Das lehre ich euch jetzt hier. Ne? No Idea kann mal geheilt werden. Und Aware auch. Oh, zwei sind nicht komplett geheilt, aber so schwer dürfte das auch nicht werden. Komm her! Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Ja, willst du dich nicht mal vorstellen? Bist du nicht irgendwie der Boss oder so? Giovanni. Ja, dich habe ich schon bei den PNG-Bildern gesucht. Fürs Thumbnail habe ich dich einmal gefunden. Habe ich mir direkt runtergeladen, weil ich wusste, du bist bestimmt der Final Boss. Sozusagen, ne? Gibt noch irgendwie die Top 4, habe ich gehört. Irgendwie sowas gibt's da. Also, wir sind nicht fertig. Der hat auch keinen eigenen Soundtrack. Aber die Arena-Leiter hatten das, ne? Also, da dürfte noch was kommen. Blubberstrahl. Er ist ja ein Stein-Pokémon, Gestein. Deshalb ist es sehr effektiv. Das ist schon mal gut. So. Okay, Giovanni Rihorn. Rihorn. Ist der auch Gestein? Ja, ist auf jeden Fall sehr effektiv. Also war nicht schlecht. Okay, sehr gut. Ja, ich fertige den gerade richtig ab. Level 39, nice. Aber Kangana. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Aber ist eh das letzte Pokémon. Deshalb dürfte das nicht so unfassbar schwer werden. Ich habe keine AP mehr. Fuck. Ja, komm, machen wir Biss. Biss, meine Fresse, ich bin irgendwie eben ausgewichen, lol. Volltreffer, nice. Kometenhieb. Ja, okay, zieht jetzt auch nicht. Ah, es trifft öfter, okay.
aber nur zweimal. Und damit ist Giovanni auch schon besiegt. Mit einem Pokémon, was noch nicht mal komplett geheilt war. Lol. Nein! Ich habe kläglich versagt! Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Ach so, ja. Ach, er hinterlässt mir noch ein Item. Das mache ich auch, wenn ich einen überhaupt nicht mag. Ich habe doch eben zig Items eingesetzt. Was willst du eigentlich von mir? Dann halt nochmal einen Supertrank, vielleicht geht's dann. So. Alter, was ist dein Problem? So. Was tut den Eisen? Ja, ist okay. Ist nicht schlecht. Wenn man... Ach so! Wenn man von irgendjemandem die Verteidigung hochgeht, der hat mir die Slipscope gegeben. Yes, Leute! Dazu waren wir ja auch eigentlich ursprünglich nur deswegen hier. Ja, unter Geschoss 1. Wir wollen wieder nach oben. Jetzt auf! Nach Lavandia. Wir können einfach hinfliegen. Ganz gechillt. Ich muss nichts schneiden, nichts cutten, gar nichts. Das geht's gut hier, ne? Ja, einfach nach oben immer. Ah, wir sind schon draußen. Sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Kann ich hier was kaufen? Benötigst du Spielmünzen? Ja, okay, wir haben gerade richtig Geld bekommen. Dann probieren wir jetzt nochmal die Spielhalle aus irgendwie. Ein einarmiger Bandit. Möchtest du spielen? Na gut. Wie viele Münzen möchtest du setzen? Wir sagen einfach 3. Super, du hast 8 Münzen gewonnen. Echt? Lol. Noch eine Runde, ja. Vielleicht beim nächsten Mal. Nee, 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 nee. Ich habe 8 Münzen gewonnen. Ich habe gerade einen Plus von 2 gemacht. Nein, ein einarmiger Bandit, das hatten wir doch eben schon. Was ist denn hier? Gibt's hier noch irgendwelche anderen Spiele? Oder ist es hier jetzt was anderes? Warte mal. Nee, es ist das gleiche. Mann, ich hab unnötig jetzt da. Oh Mann. Da liegt ein Schlüsselbund. Der Platz scheint besetzt zu sein. Alles klar. Oh, habe ich wenigstens die Leute in der Spielhalle schon immer angesprochen? Ach, ich mach's, glaube ich, einfach mal. Ich glaube, das habe ich nämlich nicht gemacht. Psst, hör mir gut zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre dem Team Rocket. Möchtest du auch spielen, Junge? Mann, ich habe unnötig 1000... Ach, egal. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Ach so. Man kann die Münzen gegen seltene Pokémon eintauschen. Oh, aber ich habe kein Glück im Spiel. Ich habe Glück im Finden. Herrlich, das macht Spaß. Ich meine, warum verspielt ihr das denn? Ihr könnt euch einfach Münzen kaufen und direkt gegen Pokémon eintauschen. Glücksspiele sind unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Wo kann ich denn die Pokémon bitte eintauschen? Das wäre cool. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Alter, ich habe jetzt schon 50 hätte ich gehabt. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Och, was ist... Ich hab die mit Sicherheit noch nicht angesprochen. So viel zu dem Thema, ne? Wo? Hinter der Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hinter der Tür kannst du... Wo denn? Wo ist denn die Tür? Wo ist denn die fucking Tür? Nein... Ey, wo ist denn die Tür? Er hat gesagt, hinter der Tür. Ey, du bist doch ein Pisser. Wo ist die Tür? Hinter der Tür. Der meint bestimmt nicht den Eingang. Ey, wo ist die Scheißtür?
Hinter der Tür kannst du deine Pokémon gegen Preise tauschen. Deine Spielmünzen, nicht Pokémon, Entschuldigung. Ey, wo ist die Tür? Mann! Schreibt's mir, wo die Tür ist. Ja. Ihr kann... Wo? Wo? Hoho. Mann, so. Alter! Wo kann man denn die Pokémon? Ah, dankeschön. Ihr habt gelitten, oder? So viele Münzen? 6.005. Vielleicht kriege ich ein Dratini. Ey, sheesh! Alter. Ja, jetzt verzocke ich nur alles, ne? Das war knapp. Das war richtig knapp. Ne, wir kriegen hier kein Pokémon. Kann ich euch gleich sagen, wir werden hier nichts kriegen. Wir fliegen jetzt einfach zu Lavandia und dann ist gut, ne? So, fliegen. Nach Lavandia. So. Okay. Dankeschön. Und ich möchte einfach nur zum Poketurm. Und hier gehen wir jetzt einfach nochmal ganz nach oben. Und hier sind diese ganzen Exorzistentypen. Oh, hier komme ich ja gar nicht durch. Oh, jetzt muss ich mich hier wieder durchschlagen. Ja, haben wir doch zwei Epic-Dinge getan. Um hier weiterzukommen, ne? Ja, dich kann ich auch irgendwann identifizieren. Das kann ich jetzt schon. Ein wildes Nebulak. Nice. Das will ich fangen. Das werden wir fangen. Für diesen Spasti am Turm. Nachtnebel. Okay. Ja, chill mal dein Leben, bitte. Oh, Mann. Was ist das denn? Ruckzuckhieb bringt schon mal nichts. Hier, stimmt. Mit Dennis hat's doch was gebracht. Mit Dennis hat's doch was gebracht. So. Oh, der ist 6 Level drüber. Ich will den nicht umbringen. Schlecker. Kennt ihr noch den Schlecker? Ach, egal. Oh, Mann. So kann man sich auch beim Geschäft verzocken, ne? Schlecker ist ja tot. Schon seit längerem. So. Okay. Opfe. Kommt nach Ewigkeiten wieder zum Einsatz. Ihr fragt euch jetzt, warum? Weil Schlafpuder. Deshalb. Aber das kann doch auch Seatrox, oder? Mir scheißegal. Opfe kommt jetzt einfach rein. Wenn er nicht stirbt. Dankeschön. Schlafpuder. Komm schon. Nein, warum darf der immer so oft angreifen? Ja, wenigstens trifft es, Mann. So. Okay. Und jetzt einfach werfen. Den haben wir noch nicht. Ne? Nebulak wird aber auch nicht ins Team kommen. Habe ich nicht vor. Tut mir leid. Für alle Leute, die das jetzt gehofft haben. Yes. Ich will ihn einfach nur für den Preis fangen. Für den Preis, den der Typ mir dann am Turm gibt. So. Oh Gott, dieses Geräusch, Alter. Nee, kein Spitznamen. Genau, auf Spills PC und da soll er bleiben. Danke. Schön. Also, einige Pokémon sind schon identifizierbar. Oder nicht immer. Wie verstehe ich das jetzt? Ach nee, wir haben ja jetzt die Slivscope. Ich muss sie nicht oben irgendwie aktivieren. Ich hab die jetzt und deshalb kann ich jetzt alle Pokémon identifizieren. So ist das, ne? Genau. So. Vor allem Nebulak hat ein sehr unangenehmes Geräusch. So. Okay. Oh Gott, jetzt... Ganze Zeit diese wilden Pokémon! Nee, Alter, kannst du mich einfach abfacken? Nee, eben nicht abfacken! Nein, ich habe ihm versprochen. Hör auf, hör auf, hör auf.
So, jetzt habe ich mein Todesurteil gesprochen, oder? Ja, habe ich. Nice! Fuck, Mann, hör auf. Ja, jetzt ist okay. Oh, wir werden es den ganzen Part nur hochkämpfen, weil die ganze Zeit habe ich doch Schutz. Es bringt eh nichts, habe ich das Gefühl. Lass mich doch die Treppe hoch! Alter! Gibt's hier auch irgendwas anderes als Nebulak? Alpollo oder wie das Scheißding heißt? So. Oh, Mann! Oh nein, oh nein! Das wird so schlimm enden, ey. Ich werde einen Nervenzusammenbruch bekommen. So, jetzt sind die Gräber hier noch nicht mal sortiert. Das gibt's. Sind wir durch, Alter. Nice. Oh, wie viele Stockwerke hat denn das Scheißding? Hier wäre ein Fahrstuhl wichtig. Natürlich lässt die alte Hexe mich nicht durch. Nein, jetzt geht das wieder los. Ja, halt die Schnauze, Alter. Was hast du für Vampirzähne? Du bist ein Gesicht und mehr auch nicht. Was irgendwie abgetrennt wurde. Keine Ahnung, so sieht's nämlich aus. Ich bin noch auf der Schutzplatte. Warum kann mich da ein Pokémon angreifen? Oh Mann, Alter. So. So. Oh nein, hier geht's noch nicht mal weiter. Hör auf. Und nerv mich nicht. Wir hätten schon längst oben sein können. Aber wie... Boah, halt die Schnauze. So. Warum komme ich denn da nicht durch? Oh, nee. Ich brauche Schutz. Aber ich weiß noch, dass die, selbst wenn ich Schutz anhatte, mich angegriffen haben, die Mistviecher, ey. Ja, ich komme nicht durch. Epic. Ich raste gleich aus. Oh. Endlich mal was anderes. Tragosso. Wenigstens das, Mann. Wenigstens das. Oh, scheiße. Dennis ist aber 10 Level drüber. Wetten, ich bringe ihn aus Versehen um, oder? Er senkt meinen Angriff, das ist sehr gut. Boah. Ich hoffe, ich bringe ihn nicht mit Geowurf um. Bitte nicht, ich sehe es kommen. Wetten. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht reicht das schon. Komm, wir versuchen es mal. So. Okay. Nee, Tragosso, das brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht wirklich im Team. Ist okay. So. Ja, und jetzt einfach nur das Scheißding fangen, ne? Superball, ja. Okay. Komm schon! Yes! Nice! Okay, was gibt's hier eigentlich noch? Statt 20.000 Nebulaks. Fuck mich nicht ab. Hör auf, Mann. Ja, komm. Wo geht's denn hier überhaupt weiter? In dem Laden. Ich seh's nicht. Ich bin zu blind, um hier durchzukommen. Auf die andere Seite. Ey, Leute, helft mir. Wo geht's hier weiter? Ach so. Oh nein. Wie kann man diese Lücke übersehen, Mann? Wie kann man so dumm sein? Wenigstens kam jetzt kein Pokémon, ey. Vielleicht wurde ich einfach nur für meine Dummheit gerade eben gestraft. Karma. Kann ja sein. Und jetzt geht's weiter. Ne? Ja, jetzt geht's weiter mit dem Scheiß. Oh, Mann. Wenigstens haben wir noch einen Tragosso getroffen, ne? Was ja auch anscheinend selten ist, weil sonst kommt es hier nicht tausendmal vor und da ist es. Da ist die Scheißtreppe. Meine Fresse, ey. So. Okay. Verschwindet, Eindringlinge. Ja, wer bist denn du? Ich was? Gib mir... Okay, und es ist ein... Knogger.
Wahrscheinlich die Entwicklung von Tragosso wäre jedenfalls denkbar. Ich versuche einfach mal mit meinem Top-Elite-Typen, obwohl der ist auf Level 30. Auf Level 30, also... Ja, Blubberstrahl wäre vielleicht, wenn es trifft. Oh, sehr effektiv. One-Hit, lol. Okay. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. What the fucking fuck, Alter. Ja, und hier geht's anscheinend jetzt noch weiter. Oh. Oh, 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 oh. Den könnten wir ins Team mitnehmen. Level 28, perfekt. Den will ich haben. Den dürfen wir jetzt nicht aus Versehen umbringen. Super, super, geil. Denn es ist nur zwei Level drüber, ich dürfte ihn nicht one-hitten mit Geowurf. Oha, und nehme ich ins Team auf? Auf jeden Fall wird er nach einem Abonnenten benannt, weil mit Alpollo kann ich eventuell was anfangen, denke ich. Und vor allem sieht er irgendwie geil aus. Keine Ahnung, ich mag ihn. So. Dann machen wir direkt Schlafpuder, ne? Aber ich muss schon überlegen, nach wen könnte ich ihn benennen? So. Fiho hat letztens was kommentiert. Oh Gott, Alter. Fiho habe ich schon benannt. Ich muss mal gleich gucken. Ich muss einfach mal gucken. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Nein, Alter. Bring ihn einfach zum Schlafen, verdammt! Oh, natürlich! So, und jetzt muss ich einfach mal gucken, nach wem ich das Pokémon benennen kann. Wartet mal. Wartet mal. So. So. Ich gehe jetzt einfach mal die letzten paar Dinger hier durch. Schau rein, wer positiv auffällt. Oh, da habe ich auch schon was. Und habe ich schon nach Icebro benannt? Habe ich ein Pokémon schon nach Icebro benannt? Ich meine nicht. Scheiße, jetzt fällt mir noch der Controller runter, alles klar. Nee, ich meine, habe ich noch nicht gemacht. Ja, komm, Icebro, dann wirst du einfach... Nein! Wie kann man nur so dumm sein? Fuck!